3, 2, 1, go! Oder ein riesen Gegensatz zum Hoteltourismus und so weiter. Stefan ist einfach leicht verliebt. Renata, ich gratuliere. Der Sieg ist klar gewesen. Sehr schön. Was fällt dann als erstes ein, wenn man an Urlaub in Österreich denkt? Richtig, Berge. Egal, ob im Sommer oder Winter, ob beim Wandern oder Skifahren, eins darf nie fehlen, die richtige Unterkunft. Im besten Fall bietet die dann auch ein perfektes Alpenpanorama und liegt direkt an der Skipiste. Das Hotel Mohnenfluh im vorarlbergischen Lech bietet genau das und nur viel mehr Gastfreundschaft. Herr Hermann, grüß dich. Grüß dich. Servus, Hermann. Schön, dass du da bist. Danke sehr. Zeige dir, wo wir daheim sind, gell? Ich bin der Stefan Muxl, bin hier in Lech geboren und führe schon seit 35 Jahren mittlerweile die Mohnenfluh. Ja, ich bin die Reingard Muxl, bin leidenschaftlich Wirtin von der Mohnenfluh. Und je älter wir werden, je mehr genießen wir diesen Platz, den wir haben und diese Qualität und diesen Luxus, hier wohnen zu dürfen. Die Mohnenfluh ist einzigartig. Namensgeberin ist der Berg. Das ist Hotel, es ist Terrasse, es liegt direkt auf der Skipiste. Und wir haben, glaube ich, mehr Freunde als Gäste. Das Hotel Mohnenfluh hat sich entwickelt aus einem ganz kleinen, einfachen Frühstückspension jetzt doch zu einem 4-Sterne-Hotel mit 80 Betten, mit der schönsten Terrasse in Lech. Und so sind wir bekannt geworden und so möchten wir es auch weiterführen. Da sind wir jetzt in einem Zimmer mit direktem Blick aufs Ommelshorn und auf die Piste. Alles Weißtanne vom Bregenzer Wald. Heimisch. Heimisch und alles Natur, nichts gebeizt oder irgendwas. Es ist ein Sommerbetrieb genau das gleiche, oder? Ich meine, da haben wir dann keinen Schnee nicht, aber ihr habt jetzt zwei Saisonen im Betrieb. Ja. Haben insgesamt 80 Betten verteilt. Wir sind kein großer Betrieb, aber verteilt auf kleinere, auf verschiedene Häuser. Das Schönste ist natürlich für uns immer dann der Blick hinaus. Mhm. Ja, wir sind ein Familienbetrieb und das ist gerade echt eine große Freude. Die Kinder steigen jetzt so mit ein. Sie haben einen ganz anderen Zugang und auch diese Vielschichtigkeit. Der Martin ist der eigentlich am meisten von uns jetzt übernimmt, gell? Im Büro und Küche und Service und überall. Der Johannes mit seiner Fotografie und eben die Marie-Therese mit dem Atelier. Und das tut dem Ganzen natürlich unheimlich gut. Hallo. Grüß dich. Höchstgelegenes Atelier. Ja, es ist eigentlich das Höchstgelegene. Ja. Es soll eigentlich ein Kunstraum sein, weil ich schreibe sehr viel. Der Johannes, der jüngere Bruder von uns, der fotografiert. Mhm. Und so haben wir beide und andere Künstler stellen da herinnen aus und haben auch einen Raum geschaffen für Kreativität, wo wir auch Malkurse zum Beispiel anbieten. Schafe? Schafe, ja, die kommen aus Tirol. Und nebenan haben wir die echten Schafe. Die schauen wir uns an, oder? Ja. Die echten Schafe, die echten Kühe. Der Muxlhof war das große Glück und mein Wunsch war auch wieder, dass da wieder Kühe sind. Wir haben Mutterkuhhaltung, Schafe, das ist die Passion von meiner Frau. Es ergänzt wunderschön einen Hotelbetrieb und es ist natürlich für die Natur einzigartig. So Hermann, jetzt kommt die Challenge, die wir normal immer zum Saisonsende machen. Mitarbeiter der Mohnenfluh gegen die Gäste der Mohnenfluh. Heute müssen die Mitarbeiter noch arbeiten. Heute Hermann Meyer gegen die Jugend der Mohnenfluh. Servus. Hallo. Neu, frisch gewachst. Drauf sitzen, und ist die Ziellinie. Tut uns da dran mit dem Teil eigentlich? Leicht ein bisschen, ja. Wie schaut jetzt der Modus aus? Wir starten alle, sind aber 3, 2, 1 los. Und dann unten zur Ziellinie. Und als erstes unten ankommt mit der Blo, der gewinnt. Ja. Das Ziel herum, Lech oder St. Anton? Im besten Fall noch Lech. Ja. Lech, okay. Sind alle bereit? Das ist Bratzeln, ne? Ja. Na gut, das werdet ihr nicht sehen. Dann toi, toi, toi. 3, 2, 1, go! Ein klarer Sieger! Ich war ja noch ein junger Bursche, ich habe ja mit 24 Jahren angefangen. Und dann war natürlich die erste Frage auch, wie man es finanziert. Man hat gebaut, man hat investieren müssen. Und da haben wir einen Partner gehabt in Lech, die Raiffeisenbank. Da habe ich schon gewusst, die behandeln mich nicht nur wie einen Kunden, sondern wenn es einmal eng wird, dann schauen die schon auf mich, da werden wir schon einen Weg finden. Hermenata, ich gratuliere. Der Sieg ist klar gewesen. Du hast auf St. Anton gleich fahren wollen. Ja, ich wollte auch. Eindeutig. Gratuliere, du siehst super. Die Jugend der Mohnenfluh geschlagen. Hermann, und als Überraschung fürs Ganze, für den Sieg, habe ich noch einen Gag. Jetzt fahren wir noch auf die Geistbühlalm um. Okay, sehr gut. Das gehört eigentlich jetzt mittlerweile zum Hotel dazu, unsere Geistbühlalpe. Ganz stolz und die Freude meines Mannes, dort verbringt er immer seine Zeit, wenn es drüben zu trubelig wird. Mein Vater und die ganze Familie hat da drüben gewohnt, das habe ich alles in guter Erinnerung. Und das möchte ich auch erhalten.
Dann wären wir auf unserer Geißbühl gelandet. Sehr komfortabel, muss ich sagen. Sehr komfortabel. Der Riesengegensatz jetzt zum, sag ich mal, Hotel, Tourismus und so weiter. Ja, jetzt bist du auf der Geißbühl. Ja. Unser Ruhepol. Da gehen wir dann abends so her, wenn wir drüben das Geschäft gehabt haben und da kannst du dich holen. Kopf aufpassen, gell? 250 Jahre alt, das Ganze. Da hinten ist der Sennkessel. Und da hat mein Vater, der Heinrich Muxl, war da der letzte Senner bis 1967. 1967. Hat er dann noch gemacht. Alles original. Das wird jetzt meistens dann für die Touristen als Regenschirm stehen. Genau. Kann man das so sagen, oder? Stimmt. Ja? Haben wir drüben auch einstehen. Ja. Ja, da sind die ganzen Originalgeschichten. Herrlich. Und drinnen ist die Stube. Sehr schön. Ja, da haben wir schöne Zeiten auch verbracht. Ja, die Region ist natürlich enorm wichtig. Wir profitieren von dem natürlich enorm. In so einem Ort wie Lech wohnen, arbeiten zu dürfen, ist für mich persönlich immer noch ein Privileg. Stefan ist einfach Lech verliebt. Punkt. Wir machen das Fenster auf, du hörst nichts, du siehst nichts, du streitest mit niemandem. Und auch die Gäste fragen uns immer, seht ihr die Berge noch und seht ihr diese Schönheit? Ja, ich bin auch Lech verliebt. Ja. Dass sich moderner Tourismus immer auf seine Wurzeln besinnen und so zeitgemäße und nachhaltige Gastfreundschaft bieten kann, zeigt das Hotel Mohnenfluh seit über 55 Jahren. Und dies mit glaubhaften Charme und Gemütlichkeit. So gingen Stefan, Reingard und die gesamte Familie Muxl zusammen mit den richtigen Partnern fleißig und familiär ihre ganz persönlichen Erfolgswege.